Marvin Kopisch gefragt, findest du 2 oder 4 Takt besser? Mit Begründung, wenn es geht. Für den A1 ist 4 Takt besser, weil man mit 16 Jahren noch nicht so viel Geld hat. Deswegen, also eine 4-Takter verbraucht nicht so viel, hat nicht so einen hohen Verschleiß. Macht auch Spaß zu fahren. Ich würde sagen, 60-70% der 2-Takter sind offen. Und da hat man zwar mehr Power, aber es das heißt nicht direkt, dass man mehr Spaß hat. Also für den A1 würde ich eher eine 4-Takter empfehlen. Das ist auch der Grund, warum ich mir noch wahrscheinlich eine holen werde. Casey hat gefragt, was haltest du von 50 cc Enduros und Sumos? Ja, kann ich nicht viel davon halten. Die fahren ja auch bloß so 60 oder so, wenn sie Drosseln sind, offen, vielleicht 80. Wem es gefällt, warum nicht, aber das wäre jetzt überhaupt nicht mein Fall. Da würde ich mir eher einen Roller kaufen. Ist nicht so teuer und ja, man kann zwar damit auch viel Spaß haben, aber für mich wäre das nichts. Wäre einfach zu wenig. Trump fragt, wieso bin ich der Hübscheste? John Cena. Vincent Werner fragt, hast du nicht ein bisschen Angst, die ESC offen zu fahren wegen der Polizei und wenn du aus Versehen einen Unfall baust? Doch, habe ich. Also, dass ich einen Unfall baue, glaube ich eher nicht, weil ich fahre eigentlich immer. In der Stadt fahre ich 50. Ich blinke bei jedem Scheiß. Ich gucke bei jedem Scheiß. Also, ich passe gut auf mich auf und Schiss habe ich trotzdem. Es kann immer was passieren, auch wenn man nicht schuld dran ist. Und Schiss habe ich auch, wenn man mich mal anhält und man merkt, die ist zu laut und so. Dann, ja. Ist halt dann mein Problem. Lena Banana fragt, gibt es eine Sache, die dich an deiner KTM nervt? Ja, der Verschleiß, der Verbrauch vom Sprit, mein vorderes Ritzel macht dumme Geräusche, ist zwar nicht so schlimm, aber es hört sich halt richtig kacke an. Deswegen werden die auch noch gewechselt. Kette wird gewechselt, die, ja. Die wird auch immer ein bisschen loser immer, muss ich immer nachspannen. Sonst was noch. Ist halt ein bisschen kacke auf der Straße. Man kann nicht immer auf die ganze Zeit Vollgas fahren. Und dann die Leute, die immer sagen, ich benutze eine Motorbremse. Ich benutze die schon lange nicht mehr. Ich habe die früher benutzt, ja. Aber auch nicht so lang. Und es war nicht so schlimm, wenn man das tagtäglich macht. Das ist schlimm. Früher habe ich es auch in den Videos gemacht, das weiß ich ja, ich gebe es ja auch zu, aber jetzt, wer jetzt in die Kommentare schreibt, warum benutzt du Motorbremse, dann denke ich mir auch, was laberst du, weil es einfach nicht stimmt. Ich drücke immer die Kupplung. Beziehungsweise jetzt, ich glaube, das letzte Video war das 0 auf 100, als ich die Motorbremse benutzt habe. Nick Jogi fragt, warum genau KTM? Hat mich schon immer fasziniert, als ich früher immer YouTube geguckt habe. Bei mir hat's, hat KTM halt ein bisschen rausgestochen und deswegen KTM. Noah Göbel fragt, hast du eine Enduro oder eine umgebaute Enduro zu einer Supermoto? Ne, umgebaut Enduro auf Supermoto. Aber ich kann ja alles innerhalb 20, 30 Minuten wechseln, also kann ich, wann ich will, wieder Enduro fahren. Young Enduro Riders fragt, wie fandest du die CBR von Lacto und bist du zufrieden mit deinem XC? Die CBR von Lacto war sehr bequem, war zuverlässig, also keine Probleme hatte ich dabei. Wir sind da zu zweit gefahren, war trotzdem bequem, aber ein bisschen unbequem für meine Freundin. Die hat ein bisschen Rückenschmerzen, weil die Position komisch ist. Komisch ist. Aber sonst, ich bin zufrieden mit meiner XT. Da werden jetzt ja ein paar Sachen gemacht. Ich glaube, bis das Video rausgekommen ist, sind die gemacht. Jetzt zwar noch nicht, wurde ja eine neue Sitzbank bestellt und der ganze Kack. Und ja, die Dichtung vom Krümmer warte ich schon lang drauf, aber sonst passt alles. Ja. Also Leute, danke fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen gerne.
Und ja, also haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace. Zur Motorbremse, denke ich mir auch, was laberst du, weil es einfach nicht stimmt. Ich drücke immer die Kupplung. Beziehungsweise jetzt, ich glaube, das letzte Video war das nur auf 100, als ich die Motorbremse benutzt habe. Nick Jogi fragt, warum genau KTM? Hat mich schon immer fasziniert, als ich früher immer YouTube geguckt habe. Bei mir hat KTM halt ein bisschen rausgestochen und deswegen KTM. Noah Göbel fragt, hast du eine Enduro oder eine umgebaute Enduro zu einer Supermoto? Ne, umgebaut Enduro auf Supermoto, aber ich kann ja alles innerhalb 20, 30 Minuten wechseln, also kann ich, wann ich will, wieder Enduro fahren. Sitze Enduros und Sumos. Ja, kann ich nicht viel davon halten. Die fahren ja auch bloß so 60 oder so, wenn sie gedrosselt sind, offen, vielleicht 80. Wem es gefällt, warum nicht, aber das wäre jetzt überhaupt nicht mein Fall, da würde ich mir eher einen Roller kaufen. Ist nicht so teuer und ja, man kann zwar damit auch viel Spaß haben, aber für mich wäre das nichts. Wäre einfach zu wenig. Trump fragt, wieso bin ich der Hübscheste? John Cena. Vincent Werner fragt, hast du nicht ein bisschen Angst, die ESC offen zu fahren wegen der Polizei und wenn du aus Versehen einen Unfall? Mein vorderes Ritzel macht dumme Geräusche, ist zwar nicht so schlimm, aber es hört sich halt richtig kacke an. Deswegen werden die auch noch gewechselt. Kette wird gewechselt, die wird auch immer ein bisschen loser immer, muss ich immer nachspannen. Sonst was noch? Ist halt ein bisschen kacke auf der Straße, man kann nicht immer die ganze Zeit Vollgas fahren. Und dann die Leute, die immer sagen, ich benutze eine Motorbremse, ich benutze die schon lange nicht mehr. Ich habe die früher benutzt, ja, aber auch nicht so lang und es war nicht so schlimm, wenn man das tagtäglich macht, das ist schlimm. Früher habe ich es auch in den Videos gemacht, das weiß ich ja, ich gebe es ja auch zu, aber jetzt, wer jetzt in die Kommentare schreibt, warum. Marvin Kopischke fragt, findest du 2 oder 4 Takt besser? Mit Begründung, wenn es geht. Für den A1 ist 4 Takt besser, weil man mit 16 Jahren noch nicht so viel Geld hat. Deswegen, also, ne, 4 Takt, der verbraucht nicht so viel, hat nicht so einen hohen Verschleiß. Macht auch Spaß zu fahren. Ich würde sagen, 60, 70% der Zweitakter sind offen. Und da hat man zwar mehr Power, aber es das heißt nicht direkt, dass man mehr Spaß hat. Also für den A1 würde ich eher eine 4-Takter empfehlen. Das ist auch der Grund, warum ich mir noch wahrscheinlich eine holen werde. Casey hat gefragt, was haltest du von 50 Baus? Doch, habe ich. Also dass ich einen Unfall baue, glaube ich eher nicht, weil ich fahre eigentlich immer. In der Stadt fahre ich 50. Ich blinke bei jedem Scheiß, ich gucke bei jedem Scheiß, also ich passe gut auf mich auf und Schiss habe ich trotzdem. Es kann immer was passieren, auch wenn man nicht schuld dran ist. Und Schiss habe ich auch, wenn man mich mal anhält und man merkt, die ist zu laut und so. Dann, ja, ist halt dann mein Problem. Lena Banana fragt, gibt es eine Sache, die dich an deiner KTM nervt? Ja, der Verschleiß, der Verbrauch vom Sprit,